I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Call of Duty Black Ops 3. Und bevor wir das eigentliche Video starten, ich habe noch ein paar Beta-Keys zu verlosen. Wenn ihr das Video liked, teilt und mir auf der Facebook-Seite auch einen Kommentar da lasst, ein Like natürlich für die Facebook-Seite und auf dem Instagram-Account von mir vorbeiguckt, da natürlich auch ein Bild liked und mich da abonniert, dann könnt ihr auch in der Verlosung teilnehmen. Den Gewinner werde ich in dem nächsten Video wahrscheinlich oder auf meiner Facebook-Page bekannt geben oder die Gewinner. Ich habe ja mehrere Keys zu verlosen. Wenn ihr so Bock habt, einfach mal hier ein Like und einen Kommentar da lassen und die anderen Kanäle sind natürlich in der Infobox verlinkt. Alles mal das abchecken und dann starten wir auch gleich rein mit dem Video. Wir schauen uns gemeinsam jetzt mal den Beta-Multiplayer-Trailer an von Treyarch, also Black Ops 3. Auch auf der Gamescom schon von vielen von euch angezockt, von mir natürlich auch. Dazu gibt es nochmal ein einzelnes Video, was ich von dem Multiplayer jetzt an sich halte. Es kommt dazu auch nochmal ein Gameplay in die Tage, also seid darauf gespannt. Das wollte ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Das heißt, ich habe Gameplay-Material, was ich zeigen darf und das auf jeden Fall in einem nächsten Video. Also was ist erhalten in der Beta? Wir haben 3 Multiplayer-Maps, wir haben 8 Specialists, das heißt es sind mehr Specialists als vorher bekannt. Das neue Movement-System natürlich ist auch mit involviert, das wäre natürlich schlecht, wenn es nicht mit drin wäre. Wir haben 7 verschiedene Multiplayer-Modi, den Weapon-Paint-Shop, auf den ich richtig gespannt werde und natürlich noch vieles mehr. Genaueres wird dann natürlich in der Beta bekannt gegeben. Im Allgemeinen, wenn wir es dann antesten dürfen. Die 3 Maps, die wir testen dürfen, sind einmal Hunted. Das ist die Map, die auch auf der Gamescom zu spielen war mit dem Wasserfall. Combine genauso wie Hunted auch auf der Gamescom zu testen. Das ist diese Close Quarter Map. Fand ich nicht ganz so gut wie die Map Hunted. Hunted war auf jeden Fall meine Lieblingsmap. Und Stronghold, die habe ich persönlich nicht gespielt auf der Gamescom. Ich bin mir auch sicher, dass die nicht zu testen war. Es gab eine andere Map, die auf der Gamescom zu spielen war. Stronghold ist diese Ice Map, die wir auch natürlich auch in dem Trailer sehen. Kommen wir zu den 2 Specialist-Klassen, die noch hinzugefügt worden sind. Also die neuen Specialist, die noch nicht zu spielen waren auf der Gamescom. Aber interessanterweise, die eine davon ist auf jeden Fall in dem Multiplayer-Beta-Trailer enthalten und das ist Battery. Kommen wir also auch zu Battery. Battery ist eine der beiden Specialist-Klassen, das Bild dazu seht ihr natürlich im Hintergrund. Die Waffe ist die War Machine, das ist so ein Granatwerfer, der kleine Granaten abschießt, die vom Boden abspringen und wenn sie den Gegner treffen, dann explodieren. Die Ability haben wir auch in dem Multiplayer-Trailer gesehen, nämlich diese kinetische Armor, die so ein bisschen an die Halo-Armor erinnert, nämlich dass so ein bisschen, wenn die Schüsse draufprallen, dass so ein bisschen elektrische Ströme aussetzt und es wird so beschrieben, dass diese Schüsse harmloser werden und verpuffen auf der Rüstung. Die 2. Specialist-Klasse ist Spectre, natürlich dazu auch wieder ein Bild, seht ihr dazu im Hintergrund. Die Waffe ist Ripper, das sind 2 monogeschleifene Twin Blades, sieht man relativ stark, die sehen richtig nice aus, eigentlich dieses hellblaue Leuchten. Ich weiß nicht genau, wie es im Multiplayer dann aussehen wird, bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Ich denke mal, das ist eine Waffe, die mit einem Schwertstreich dann vielleicht den Gegner tötet. Die Ability heißt Active Camo. Und Active Camo ist nichts anderes als ein Unsichtbarkeitsumhang, das ist nämlich so beschrieben, dass kleine Bots die Umgebung reflektieren und dann natürlich Spectre temporär unsichtbar machen. Das alles haben wir im Beta-Trailer gesehen, natürlich Schwimmen und alles drum und dran ist dabei. Viele verschiedene Waffen, ich bin richtig gespannt auf die Beta. Mir hat es richtig getaugt, Black Ops 3 zu spielen. Ich werde es wahrscheinlich am 19. dann auch und die Kommentare der Beta auch spielen. Wie gesagt, nehmt an der Verlosung teil, schaut nochmal auf Facebook vorbei, da ist natürlich auch nochmal alles dazu erklärt, was ihr dazu machen habt. Wie gesagt, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, auf welcher Plattform seid ihr denn unterwegs. Natürlich sind die Keys für alle Plattformen zu haben. Ich werde natürlich noch ein Video zu Black Ops 3 speziell machen, zu einzelnen Waffen etc. pp. Auf jeden Fall ist das das längste Outro ever und dementsprechend macht das gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal, ciao.